Hallo! Hi! Warum ich Gummibärchen esse? Für mich auch völlig ungewohnt. Süßkram geht eigentlich gar nicht so an mich, aber wer unseren Podcast Hart aber Herzsprung hört, der weiß wieso. Weil sonntags quäle ich den Jimmy nämlich immer mit Salat. Ja, sonntags ist immer Salatabend. Und da gibt's, wie der Name schon sagt, nur Salat. Und wo gibt es jetzt das? Und da hat er dann in einer der Folgen total gejammert. Und jetzt haben uns nette Hörerinnen, Leserinnen, dem Jimmy besser gesagt, Gummibärchen geschickt. Und die frisst du mir jetzt weg? Ja klar, damit du die nicht kriegst. Hm, damit ich nicht. Du sollst ja Salat, du sollst ja Salat essen. Ah, auch an anderen Tagen. Ja, also, du weißt ja, Genuss und Disziplin. Genau. Genuss und Disziplin. Meine Disziplin, ich esse Salat und er isst Gummibärchen. Ich esse eigentlich ständig Salat, aber er weigert sich ja immer, also darf ich auch mal Gummibärchen. Ja, hau rein. So, aber wir sind ja jetzt nicht hier zum Gummibärchen essen, oder? Doch, auch. 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 Auch, gell? Ja, komm, dann gib mal eins her. Nein. Nein. Auf die Knie. Na, das ist kein. Die Fütterung der Sklaven. Geld ab hier. Ja, also wir wollen ja lesen. Lesen aus Tommys Buch. Salat Me, Rescue Me. Rescue Me. Rescue Me. Bis wir uns verzeihen. Bis wir uns verzeihen. Dass ich die Gummibärchen esse und keine abgebe. Und das tun wir jetzt. Und das tun wir jetzt. Wo starten wir an? Ich würde diese lustige Szene in der Wäscherei nehmen. Die Wäschereiszene. So ein bisschen Lachen tut uns in diesen Zeiten ja immer gut, denke ich mal, oder? Ja. Müssen wir dazu generell noch was erzählen, warum wir überhaupt in der Wäscherei sind vielleicht? Und zwar, Rescue Me ist das Buch über Jason. Und gut gemerkt. Über? Ich schreibe schon gerade mein neues Buch. Reed. Über Jason und Reed. Jason ist der, nein, gar nicht wahr, Jason ist der Bruder des Besitzers der Wäscherei in Texas. Die haben eine kleine Familienwäscherei. Und Reed ist ein ehemaliger Marine, also ein Soldat, ein Veteran quasi. Und der ist jetzt nicht ohne Grund in Texas. Aber das wird noch nicht verraten, wir wollen nicht zu viel spoilern. Also der ist aus einem bestimmten Grund in Texas und arbeitet jetzt in der Wäscherei von Jason. Jetzt musstest du auch nochmal gucken, wie er heißt. Ne? Und Jason, ja genau, nicht, dass ich mich vertue. Ja, richtig. Und jetzt lesen wir halt die Wäschereiszene und du sagst mir, wo ich die überhaupt finden kann, weil das ist ja dein Buch. 116. 116. Das ist Kapitel 12. Das ist Kapitel 12. Moment, Moment, Moment. Das ist ja hier. Alright, here we go. Und ich lese, wen lese denn ich? Also ich lese Jace und du liest Alles und Donner. Alles und Donner. Ja, alles. Den Fließtext und Donner. Fließtext lese ich auch. Und Donner lese ich auch. Und alles. Ach, wir lesen einfach mal los. Und wenn jemand Bock hat, reinzulesen. Ich esse lieber ein paar Gummibärchen. Genau, wenn du die Gummibärchen essen willst. Ja, richtig, also Kapitel. Oh, fast Regenbogen. Oh, und ein Wurm. Das ist natürlich auch ein bisschen fallisch, oder? Ein bisschen ein Phallus-Symbol. Also für meine Begriffe dürfte er ein bisschen dicker sein, aber wenn du dich damit zufriedenstellst. Ja, rein. Jace. Die Wäscherei lief auf Hochtouren. Frauen und Männer wuselten wild durcheinander, bluten Waschmaschinen oder entnahmen ihnen saubere Wäsche. Verschlafen folgte ich dem Treiben in der Lagerhalle, in der wie immer eine feuchte Schwüle herrschte, während ich mechanisch in die Metallbox neben mir griff und ihr eine Hose in Tarnfarben entnahm, auf deren Bein ein großer, undefinierbarer Fleck prangte. Geistesabwesend warf ich die Hose in den Sortierbehälter rechts von mir, bevor ich das nächste Kleidungsstück hervorholte. Meine Hände kochten in den Schutzhandschuhen. Die Hygienevorschriften machten das Arbeiten in diesem Brutkasten nicht gerade leichter,
Hast du da schon... Ja, wegen Corona, ne? Hattest du schon vorweggenommen irgendwas? Nein. Hast du hellseherische Fähigkeiten bewiesen? Das ist Zufall. Zurück in die Wäscherei. Mhm. Die Hygienevorschriften machten das Arbeiten in diesem Brutkasten nicht gerade leichter. Doch ich achtete kaum noch darauf. An die Temperaturen hatte ich mich längst gewöhnt. Woran ich mich hingegen nicht gewöhnt hatte, war der Anblick, der sich mir am Ende der Halle bot. Reed stand, nur mit einer dünnen Stoffhose und einem Unterhemd bekleidet, vor einer der Waschmaschinen und befüllte sie mit Schmutzwäsche. Fasziniert verfolgte ich das Spiel seiner Rückenmuskeln, nur unterbrochen von gelegentlichen Blicken auf seinen Hintern, der fest und knackig in der Hose saß. Halt dich von ihm fern. Patricks Warnung hallte in meinem Kopf wieder, doch eigentlich konnte ich seinen Rat getrost in den Wind schlagen. Reed blieb von sich aus auf Abstand. Als die Arbeiten der Frühschicht eingeteilt worden waren, hatte er meine Instruktionen genauso stoisch entgegengenommen wie Brooks und Chris, die mit ihm zusammen für das heutige B- und Entladen der Waschmaschine zuständig waren. Ich bin auch Donna. Sie nimmt immer noch Maismehl. Ich glaube, das tut sie nur, um mich zu ärgern. Dabei weiß sie doch, dass Maismehl direkt wieder aus meinen Schläuchen läuft, rief Donna, die mit mir die Wäsche vorsortierte. Was? Fragte ich. Na, meine Mutter. Wo? Sagte Donna. Ach so, du bist doch Donna. Ach so, ja, sagte Donna. Sagte Donna. Meine Mutter, sagte Donna. Wo bist du nur mit deinen Gedanken? Gestern war ich doch zum Essen bei ihr und schon wieder hat sie die Tortillas mit Maismehl zubereitet. Dabei habe ich ihr doch bestimmt schon 100-mal eingebläut, dass Maismehl bei mir für durchschlagende Erfolge sorgt. Ich habe die halbe Nacht auf dem Keramikthron gesessen und... Oh, bitte, erspar mir die Details, sagte ich. Und wo hast du gestern gesessen? Du siehst nämlich auch aus, als hättest du nicht viel Schlaf bekommen, stellte Donna fest, ohne die Arbeit zu unterbrechen. Rasend schnell sortierte sie die Wäsche, während sie mir Dinge erzählte, die ich nicht hören wollte. Mir wurde schon ganz schwindelig, wenn ich ihr zusah. Ich war bei Lacey und Patrick zum Barbecue eingeladen. Wie schön! Ich hoffe, es gab keine Tortillas aus Maismehl, sagte sie in ihrer etwas einfältigen, aber charmanten Art. Donna mochte nicht die hellste sein. Trotzdem arbeitete ich gern mit ihr zusammen. Sie hatte ein großes Herz. Kein Maismehl, antwortete ich. Dafür aber Informationen über einen gewissen Ex-Marine. Informationen, die mir keine Ruhe lassen. Nee, ich kann noch weiter. Nö, reicht, oder? Ne? Ich kann noch weiter, aber es ist doch ein guter Cliffhanger, oder? Informationen, die mir keine Ruhe lassen. Ja. Spannend. Nein, es ist wirklich spannend. Es ist wirklich bewegend, also mir hat es super gut gefallen. Er kann jetzt auch nichts anderes sagen. Nee, weil ich kriege ja sonst keine Gummibärchen mehr, aber ich fand es wirklich gut. Und ich weiß, dass es noch mehr gut fanden. Und für alle, die sich zum ersten Mal einen Gay-Romance-Roman trauen, ja, damit kann man auch nichts falsch machen. Und die, die sich zum 135. Mal an einen Gay-Romance-Roman wagen, können auch nichts falsch machen. Kann überhaupt irgendjemand irgendwas falsch machen? Nee. Man kann nichts falsch Alles machen. Alles fein. Ach, das ist doch super, oder? Mhm. Eins der wenigen Dinge, wo man nichts falsch machen kann. Ja, wir machen was falsch. Wir sind wahrscheinlich viel zu kurz. Wir sind wahrscheinlich nur so bei 10 Minuten und sollten irgendwie 25 Minuten. Dann könnte das... Das könnte ich mir vorstellen. Ich kann ja mal kurz gucken, wie viele Minuten wir haben. So, da sind wir wieder. Ich habe die Gelegenheit genutzt und schon mal fleißig Gummibärchen geklaut. Ich war außer Reichweite. Genau, er musste gucken. Ja. Also dann lesen wir jetzt mal noch aus Fight to Love Again. Das hat den Lovely Books Leserpreis 2018 gewonnen. Dank euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Jo. Aber wobei, das hat jetzt in Bronze, ne? Gewonnen hast du Ach Forever. So, ja. Das muss man vielleicht der Vollständigkeit halber sagen. Forever hat Gold gewonnen das und das Bronze. Hat Bronze. Ja. Nur mal so, ja, wir wollen jetzt uns nicht mit falschen Federn schmücken. Ja. Erklär. Ach, ich erkläre wieder. Liebling.
gut, dass wir vorher geklärt haben, wie die beiden Protagonisten heißen. Und zwar Logan. Logan ist ein Boxer in Las Vegas. Und er kämpft, also er steht eigentlich ganz kurz vor einem ganz großen Durchbruch. Aber dieser ganz große Durchbruch ist in Gefahr. Warum? Erklär mir nicht, der Spoiler wird zu viel. Und er verliebt sich in einen anderen, der Kampfsport macht, Caleb. Und den beobachtete er in dieser Szene eigentlich. Ja, genau. Und Caleb macht aber keinen Wettkampfsport, sondern Caleb ist jetzt in einem Dojo. Der ist ein bisschen, Der lebt im Kloster. Ja, spiritueller drauf, genau. Also in so einem Zen-Kloster. Ob er da wohl rauskommt. Also, jetzt werden wir mal ein bisschen zu voyeuren. Ich wollte Caleb nicht heimlich beobachten, doch ich konnte nicht verhindern, dass mein Blick weiter über seinen Körper wanderte. Caleb atmete schwer, sodass sich sein breiter Brustkorb deutlich hob und senkte. Selbst seine seitlichen Brustmuskeln bebten und ließen den Flügel des Vogels, der auf seinen Oberkörper tätowiert war, beinahe lebendig wirken. So wie Caleb stand, konnte ich nur die Ausläufer des Flügels sehen, doch die Ausmaße ließen erahnen, dass die Tätowierung sich über den gesamten Brustkorb erstreckte. Ich schluckte, denn ich hätte Caleb nie für einen Kerl gehalten, dessen Körper dermaßen tätowiert war, dass er locker das Titelblatt des Inked Magazine hätte zieren können. Hast du wieder über dich selbst geschrieben, ha? Na komm, erzähl doch nichts. Wo kommt die Szene mit dem wie groß ist? Ich stand auf tätowierte Männer und auch an Caleb sah das Tattoo erotisch aus, besonders da ich ahnte, dass es mehr war als ein reiner Körperschmuck. Das Motiv erzählte etwas Finsteres. Ja, obwohl Caleb nichts Bedrohliches an sich hatte, strahlten seine Tattoos etwas Düsteres aus. Wie kam jemand zu solch beklemmenden Motiven? Jemand wie Caleb, der nicht nur in einem buddhistischen Kloster arbeitete, sondern auch mit dem Gedanken spielte, als Zen-Mönch darin zu leben. Und wie würde das Tattoo auf seiner Brust aussehen? Plötzlich fühlte ich mich unwohl, wie ein Voyeur, ein Spanner, der in die Intimsphäre eines anderen eingedrungen war und mit dem Überschreiten der verbotenen Schwelle etwas gesehen hatte, das er nicht hätte sehen sollen. Unschlüssig, ob ich gegen die Scheibe klopfen oder einfach wieder gehen sollte, stand ich da, als Caleb sich plötzlich zu mir umdrehte. Kurz dachte ich, dass er mich gehört oder eine meiner Bewegungen bemerkt hatte, doch er hielt die Augen geschlossen und konzentrierte sich weiter auf eine Abfolge von Schlägen und Tritten. Spätestens jetzt hätte ich auf mich aufmerksam machen sollen. Doch ich tat es nicht, sondern betrachtete das Tattoo, das nun im Ganzen sichtbar war. Es bedeckte beinahe Calebs gesamten Oberkörper und stellte einen Raben dar. Mit ausgebreiteten Schwingen stürzte sich der Vogel auf eine rot tätowierte Lache aus Blut, die sich schräg unterhalb von Calebs Sixpack befand. Unweigerlich musste ich an Prometheus denken, der Erzählung nach an einen Felsen gekettet wurde, wo ein Adler täglich seine Leber fraß, die sich in den Nächten aber stets erneuerte. Zwar war es in Calebs Fall kein Adler, sondern ein Rabe, und er stürzte sich nicht auf die Leber, sondern in seine Flanke. Trotzdem schien die Symbolik ähnlich zu sein. Nicht endendes Leid als nicht endende Strafe. Ich schauderte. Konnte es sein, dass Caleb genau wie ich gegen Dämonen aus der Vergangenheit kämpfte? Gegen dunkle Schatten, die auf seiner Seele lagen? Ich wusste nicht warum, aber ich spürte, dass es so war. Und dann entdeckte ich die Narbe. Sie lag unter dem tätowierten Blutfleck. Strangförmig, aus der sie umgebenden Haut hervortreten, zog sie sich vom Bauchnabel bis hinunter in seine Leistengegend. Was war Caleb nur passiert, dass eine solche Wunde hinterlassen hatten? Hatten wir womöglich Ähnliches erlebt? Supi! Also auch ein schönes Buch, hat mir auch gut gefallen. Ich darf wieder nichts anderes sagen, weil ich sonst keine Gummibärchen kriege, aber hat mir wirklich gut gefallen. Ja, Fight to Love Again ist auch schön. Ihr seid auch schön. Ja. Und wir sind froh, dass wir dabei sein durften. Mhm. Hat Spaß gemacht. Ja, genau. Es gab was zu essen. Das ist immer sehr gut. Also es gab was außer Salat zu essen. Damit kriegt ihr mich immer.
Egal was, ich tue alles für euch, aber gebt mir Gummibärchen. Ja, und jetzt wünschen wir euch noch viel Spaß und allen anderen, die hier mitmachen. Habt euch wohl. Tschüss, tschüss.